Mutter war eben schwanger und sollte mich bekommen. Und das war an dem Dienstagabend, also an dem 13. Februar. Und gegen 20 Uhr oder so fingen die Wehen an. Und mein Vater war nicht da, der war wie immer Dienstag Skat spielen im Ratskeller. Und da wurde telefoniert, komm, da wäre geht's nicht gut. Und da geht was los. Und da hat er die Skatkarten sein lassen. Eigentlich auch ein Glück, denn der ist noch in den Angriff reingeraten. Meine Mutter war inzwischen in diesem dieser Geburtsklinik von dem St. Josef Stift. Das war in der Reisiger Straße, vielleicht 100 Meter Luftlinie weg von dieser berühmten, von der Comeniusstraße, Gauleiter Villa. Und der hatte einen Bunker und da verbrannte mit dem ersten Angriff um 10 rum, brannte eben die Geburtsklinik und mit der, meine Mutter war im zweiten Stock, erzählte sie, und dann ist sie natürlich in den Keller runter und dann brannte die Bude oben völlig aus und da sind die Geistesgegenwärtig oder hatten vielleicht den Notfallplan, sind die alle raus und sollten alle noch goppeln in dieses katholische Heim, was heute noch besteht. Und das sind nur die Wöchnerinnen und die Kleinen und die Schwangeren und sie alle rausgejocht wurden aus dem Haus, weil es brannte und brach ein. Naja, und da sind im großen Garten und wahrscheinlich an der Stübelallee lang. Und da sah sie das über die Lipsestraße hin zur Kränkelstraße, unser Haus, die Bäckerei in der Kränkelstraße 6, nicht brannte. Da brannten ein paar kleine Feuer, aber die waren auch. Und da ist sie sofort dahin gerannt und nicht nach Goppeln, denn das ist ja auch ein ganz schöner Weg. Und dort ist er also dann niedergekommen und hatte nur kein Bett, keine Wäsche, Kinderwäsche, war eben alles dort in diesem Heim geblieben in der Reisiger Straße. Und da ging nur runter und alle in Aufregung, wie das eben so ist. Und da ist er unten in dem Luftschutzkeller, der Wasserkeller war. Da haben wir eine Markise hingebreitet und da hat sie dann ein Bett gehabt und dort hat sie mich dann aber eben nach Mitternacht geboren. Darum habe ich eigentlich am 14. Februar, aber es ist ja eigentlich das Drama ja 13. oder 14. Februar. Ja, ich bin erstmal froh, dass ich 75 Jahre lang ohne und auch ohne Krankheiten und ohne lebensgefährliche Zustände leben konnte. Das ist auch so. Und als jetzt die letzten 30 oder 32 Jahre habe ich also vorwiegend mit Springbrunnen oder Fontänenanlagen zu tun gehabt. Und das ist für mich faszinierend, auch für mich selbst. Also ich bin sauglücklich, wenn ich aus dem großen Garten, aus dem Palais-Teich eben rauskomme und dann im Frühjahr dort die Fontäne eingebaut hat, weil die im Winter rausgenommen wird. Und dann kommt und die Leute stehen alle da und freuen sich. Und wie ich dann noch in einen Badhosen dann da rauskrieche aus dem Teich. Und die Leute, ein paar applaudieren sogar dabei. Und das ist aber ein richtig schönes Gefühl, das kann ich Ihnen verraten. Also ehrlich gesagt, ich hätte keinen Mumm gehabt, da irgendwie eine ungesetzliche Ausreise zu machen. Und ich war eben froh, als das Ding passierte. Also war ich sehr froh. Und mein erster Fahrt, weiß ich noch, war mal hier hinten über Hof dort noch raus. Ich habe mich auf die Erde gelegt und habe die Erde geküsst. Also ich dachte, das ist Deutschland endlich wieder. Also es war auch sehr bewegend.